Schüler des sozialen Zweigs des ORG Gundramsdorf haben sich aufgemacht, um für die Organisation Debra, die sich mit dem Anliegen der Schmetterlingskinder befasst, Spenden zu sammeln. Die Spendengala im Musikheim Gundramsdorf bot ein abwechslungsreiches musikalisches Programm und kulinarische Köstlichkeiten am Buffet und war der Höhepunkt eines sehr arbeitsintensiven Projekts zugunsten der Schmetterlingskinder. Hinter der Aktion stehen 12 Schülerinnen und Schüler des ORG Gundramsdorf, die bereits seit mehreren Monaten an dem Projekt arbeiten und auch dem IB-Haus Austria in Salzburg einen Besuch abstatteten. Aber wie kam es denn überhaupt zu diesem Vorhaben? Unser Psychologielehrer, also Soziallehrer, ist zu uns in die Klasse gekommen und hat gefragt, ob wir ein Projekt starten wollen, also Spenden sammeln bzw. einfach was mit Menschen helfen. Und da haben wir uns natürlich bereit erklärt und haben gesagt, ja, das machen wir. Und dann haben wir nur noch eine Organisation gebraucht. Und da eine Freundin aus unserer Klasse Kontakt zu Debra hat, hat sie Kontakt aufgenommen. Ich finde es großartig. Ich finde es großartig, wenn gerade junge Leute sich sozial engagieren und so tolle Veranstaltungen eben machen wie diese hier zugunsten der Schmetterlingskinder. Also ich finde das immer wieder ganz eine tolle Sache, wenn man glaubt ja gar nicht, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt. So ein Projekt zu machen, da ist ganz viel Kleinarbeit dahinter und das finde ich nach wie vor immer sehr beeindruckend. Ja. Für die Gemeinde ist es immer sehr schön, wenn Kinder oder Schüler, Jugendliche ein soziales Engagement zeigen, dass sie nicht für sich leben, sondern auch für ein Miteinander und im Austausch mit der Gesellschaft sind. Auch die Schulleitung ist stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler. Und an und für sich bin ich eine sehr, sehr glückliche und sehr stolze Schulleiterin dieser Schule und freue mich auch, dass es so Veranstaltungen wie diese gibt, wo eben Schüler einfach einmal lernen müssen, wie ist das, eine Spendenaktion zu starten und eine Veranstaltung zu organisieren, weil ich glaube, sie haben heute gesehen, dass es nicht ganz so leicht ist, ein volles Haus zu bekommen. Die Schüler sind aber zufrieden mit dem Ergebnis ihrer harten Arbeit. Eindeutig ja, weil wir haben anfangs eigentlich gedacht, dass die Organisation etwas zu wenig war, aber dann sind wir heute drauf gekommen, dass es eigentlich perfekt war und dass wir alles sehr gut hinbekommen haben und unser Herr Professor ist auch sehr stolz auf uns. Auch im Vorfeld der Gala wurden schon vor Weihnachten fleißig Spenden gesammelt. In Summe können die Schüler also durchaus zufrieden sein. Ja, wir sind zweimal Spenden sammeln gegangen, nach Mödling und zum Christkindlmarkt zum Beispiel. Und dort haben wir schon sehr viel eingenommen. Also ca. 300 Euro kann man sagen.